Hauptsponsor Mainz und ich bin dabei. Yeah! Unter anderem auch noch der Bobby. Okay. Yippie! Wir machen ein bisschen Bodenbearbeitung, wie ihr seht. Jeder hat sich einen Grubber erstmal geholt, dass wir ein bisschen zügig vorankommen. Dass wir nicht nur, wie ihr schon vermutet, die Ballen stapeln. Tun. Ja, Genau. und wie gesagt, wir machen erstmal ein bisschen Bodenbearbeitung. Wir hätten eigentlich auch düngern können, ne? Hätte wir auch machen können, ja. Aber Ich können wir mach's danach jetzt. machen? Wir müssen sowieso dann Steine da eben sammeln. Ja, gut. Stimmt. Also bei mir kommen auch relativ Da viel haben wir raus. noch sowieso dann noch eine Bodenbearbeitung. Und Ja. dementsprechend. Naja, gut. Fakt ist, wir haben hier erstmal das zu tun. Oder wollen wir das mal machen, dass Ah, wir das war jetzt blöd gelenkt. Das erstmal vorankriegen hier. Weil nicht, dass wir die ganze Zeit nur Bodenbearbeitung stapeln und stapeln und stapeln und stapeln. Genau. Und haben im Prinzip nur noch irgendwann nur noch den Stapel im Kopf. Okay, ich hab noch eine riesen Bodenwelle gefunden. Okay. Weil die Bodenwelle ist sehr groß. Aber naja, gut. Passiert halt. Genau. Gut, super. Dann hätten wir das. Wir müssen halt nur dran denken, was wir nachher dann drauf machen, ne? Ja, das ist ja immer noch, da machen wir noch ein bisschen Zeit. Wir müssen ja erstmal dann noch Steine sammeln und dann können wir uns langsam planen machen. Raps wäre nicht schlecht, dass wir auf jeden Fall mindestens Ja, das Raps haben. sowieso. Das sowieso. Oh, Mats ist auf Feld 17 unterwegs, ich bin auf Feld 6 unterwegs. Stimmt ja gar nicht. Was? Was stimmt nicht? Der Trecker ist unterwegs, nicht ich. Ach so. Und wer lenkt den Trecker? Das ist der hinter mir, weißt du? Ach so. Du weißt doch, mein imaginäres Ich und so. Ach so. Ach, siehst du, habe ich dir ja auch noch nicht gesagt. Der Intertrakt, der hat jetzt endlich ein Getriebe. Hey. Ja. Und das andere ist, andere Leute brauchen für einen Wheelie, brauchen die einen Mod. Ich brauche keinen. Ich brauche nur mit meinem Intertrakt und Ladewagen fahren. Nee, das ist mir auf mein ein Single-Projekt passiert. Ich dachte, hey, nein, Scheiße, ich kann es nicht mehr lenken. Mist! Geht nach vorne hoch. Da ja, habe ich mir dann erstmal das Gewicht reingehängt, weil ich ja die so vorgemetert und vorgeschwartet hatte. Und jetzt fährt der mit die ganze Zeit mit Schneidwerk, mit Mähwerk durch die Gegend. Und den Ladewagen.
Okay. Also wie gesagt, das wäre eigentlich eine optimale Lösung für Tierbetriebe, weil der einfach schon einfach vorne was hat, wo du schön gucken kannst und hinten dann das andere, was du fürs Aufnehmbüro hast. Also das ist eigentlich eine gute Lösung. Lust, der hat sich nie so richtig etabliert, weil der hat einfach Probleme mit der Temperatur gekriegt. Okay. Warum? Weil, überleg ich mal, der hat doch, du sitzt hier im Prinzip auf dem Motor. Ah, ja. Ne? Und vorne kam nicht groß Luft durch. Und du weißt, Deutz war eigentlich Luftgekühlt. luftgekühlt bis zu den Neuen jetzt. Da haben sie das komplett verworfen, weil sie einfach die Kühlung nicht mehr hingekriegt haben, so wie sie wollten, durch ihre alten Motoren. Und ja. Jetzt können sie ja ganz andere Bauten oder doch Konstruktionen machen. Ja, aber wie gesagt, das ist so einer lief im Prinzip in der Nähe von uns und also ich fand den schon damals schon nicht verkehrt, aber bin nie im Real gefahren. Der hat noch nie lange gehabt. Der stand meistens immer mehr in der Lachse wie das andere. War geil. Ja, weil klar, zu warm geworden und derjenige, die den gefahren haben, die waren auch nicht gerade zimperlich, gingen die mit dem Maschinen um. Und von daher, ne, kann das schon Ist durchaus eine passieren. Landmaschine geworden, muss auch angenommen werden. Ja, aber wenn ich weiß, dass ich Thermikprobleme Ja, habe, sollte man ein bisschen. fahre ich nicht so, dass der anfängt oben schon Feuer aus dem Auspuff zu spucken. Das ist richtig, das sollte man dann auch lassen, ja. Ja, so, und das Aber hat dann er hat er auch die nämlich. falschen Mitarbeiter gehabt. Sage ich dir so, wie es ist, weil normalerweise sollten die Mitarbeiter darauf Acht geben. Es gab bei denen nichts groß an Mitarbeitern. Ach so. Weil das war einmal ein Familienunternehmen, kannst du sagen, also der Ja. das gelernt hatte und jetzt habe ich schon wieder eine Bodenwelle erwischt und wie gesagt, und sein Vater. Und die beiden haben sich da das gemacht und naja. Ende vom Liede war halt, den habe ich dann nur, wenn es so hochkommt, in meinen jungen Jahren, also wo mit 5 oder was, habe ich mal gerade, ich doch zweimal gesehen oder war er verschwunden, der Hintertrakt. Und bis jetzt hat sich auch nie irgendwie groß, habe ich den nie wieder gesehen. Oh, glaube ich dir. Ich fand es eigentlich so, von der Sache her, ist die Maschine echt. Ne? Also die Aufmachung, also das für das, was für konzipiert wurde. Aber leider hat er sich nie durchgesetzt. Na gut, wenn man so eine Probleme hat, verständlich eigentlich auch. Ne? Weil die einfach diese Thermik zu Weil nicht in den Griff gekriegt haben. welches Unternehmen will, dass ein Fahrzeug andauernd in der Werkstatt ist? Das soll ja Geld machen und Geld macht es nicht in der Werkstatt, da kostet es nur. Ist ja richtig. Ist ja richtig. Ja, gut. Wie gesagt, dann hat er irgendwann haben sie den weggegeben. Und ja, dann hat er irgendwie einen anderen sich geholt, den er benutzt hat. Und den hat er dann natürlich dann auch extrem rangenommen. Er hatte innerhalb von 4 Jahren hat er fast 5000 Stunden drauf gemacht. Ja, läuft. Ja, also der wurde richtig, richtig hart dran genommen.
Wurde auch nur noch im Prinzip dann nur noch geleast, weil es hat sich dann nicht, echt nicht mehr rentiert für die, den zu kaufen. Also von daher, ne? Und weil der hat mehr Lohn gemacht wie alles andere. Also pressen, weißt du. Und naja, Ende vom Lied ist, die Presse wurde auch noch geleast, nur noch geleast, weil die nach 20.000 oder 30.000 Ballen war die fertig auf der Match. Reefen. Und naja, einmal hat er sie immer mal reparieren lassen. Für knappe 60.000 Euro. Und da hat er gesagt, will er nie wieder machen. Er will sich lieber die nochmal neu kaufen, wie als die nochmal reparieren lassen. Weil nach, was war's, der hat sie 4 Jahre, hat es neu gehabt, 4 Jahre ist er gelaufen. Da wurde es repariert für über 60. Da ist nochmal 4 gelaufen. Und dann hat es aber abgegeben, weil die war wieder rund. Ja. Und wenn die 20.000 Ballen im Jahr macht, dann weißt du, was die geleistet. Ja. Ja. Und wie gesagt, zimperlich ist er mit dem Material umgegangen. Von daher ist das halt nun mal so. Genau. So, und wie sieht es jetzt überhaupt mit deiner Aktion aus, die du machen wolltest jetzt? Welche Aktion? Mit dem, was du gerade, wo du gerade rumherfährst? Hast du mal was gesagt? Wolltest du da mal irgendwie was machen mit? Was? Hä? Jetzt steht er wieder auf dem Schlauch. Arbeitsmäßig. Ach so, das ist noch nicht spruchreif. Noch nicht spruchreif. Hast du noch nicht gefunden, ne? Da bin ich mir echt gespannt, ob das was wird, ob ich überhaupt dafür, ob das irgendwo klappt bei dir. Oh. Auf jeden Fall wünschen würde ich dir, weil, wie gesagt, du wirst dann auf jeden Fall viel, 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 viel Erfahrung sammeln in sowas. Haben wir irgendwo Sprit da? Eigentlich, wenn nur in der BGA. Okay, gut, weil ich muss langsam Tag werden. Naja, Kollege Schnuschuh, der ist auch nicht gerade sparsam, ne? Ja, ich bin unterwegs. Und außerdem hast du einen Johnny. Wir reden, ja, genau. Dafür ist unser der Schlüter aber ziemlich sparsam. Oh, man sollte dran denken, man hat mit dem Gruber Überbreite. Ja, geringfügig würde ich behaupten. Ich fahre nämlich gerade in der inneren Sicht schön am vorbei an den Geländer, wisst ihr, auf immer hoch. Huch, da hat irgendwas festgehalten. Ja. Also hat er den Poppy gemacht. Nee, nicht ganz. Na komm. Ich bin leicht ins Swift mit dem Grubber gekommen. Ach so. Naja. Ach man, ey, weißt du, mir macht das Wetter momentan zu schaffen, ne? Okay. Ja. Momentan ist es jetzt gerade wieder diesig, also keine Sonne da. Die ganze Zeit war so bei mir Sonnenschein ohne Ende heute Morgen. So, jetzt hat sich der Wetter umschwungen, jetzt habe ich Kopfschmerzen ohne Ende. Auch nicht schlecht. Ja. Und das nicht gerade wenig. Ich habe heute Morgen was bei meinen Eltern gemacht, ey, und
vorher noch bei mir zu Hause noch was, ein bisschen was gemacht. Aber ich merke es echt, ich schaffe nichts mehr, das, was ich mal früher geschafft habe, echt nicht mehr. Und bald geht es für mich in die Heuernte. Auch nicht schlecht. Wir haben kein Diesel, wir haben kein Diesel. Ja, dann haben wir. Ist hier überhaupt am Laufen? Oder steht Guck die? mal auf die Zeit. Ah, gut, okay. Ja, dann kann es auch nichts werden. Jetzt habe ich einen Poppy gemacht zum Ende der Folge. Nein. Naja, gut. Ich würde mal eher sagen, weil nicht, dass der Poppy noch ein Poppy macht, ne? Da sagen wir mal lieber Tschüss. Denkt an Däumchen und an die Kommis und macht und schreibt mal hi bei ihm da drüben. Und den kleinen Zeigefinger mit den Dudu-Zeichen. Und bis, würde ich sagen, dann bis denn. Tschüss. Tschüss.